Hi, wir haben ein kleines Rätsel für dich. Wer ist von diesen beiden niedlichen Tieren todgefährlich? Welches von diesen Tieren würdest du riskieren, auf den Arm zu nehmen? Brauchst dich nicht damit rumzuquälen. Die Natur war ein wenig nicht ganz bei Sinnen, sodass dir die Antwort sicher nicht leicht fallen wird. Am Ende unseres heutigen Videos wirst du wissen, welche Tiere nur ein niedliches oder ein monströses Aussehen haben. Los geht's! Stell dir vor, du befindest dich im dichten Dschungel von Madagaskar. Du spürst, dass auf dich an jeder Ecke Gefahren lauern und stößt plötzlich auf dieses Monster. Dieses Tier sieht wie ein echter Dämon aus und hat dazu auch noch solch einen unheimlichen Finger. Jetzt sag nicht, du würdest vor ihm nicht weglaufen. Dabei hast du dieses Tier früher sicherlich schon mal gesehen. Ja, die Schöpfer des Zeichentrickfilms haben den Ai-Ai bzw. des Fingertiers etwas verschönert, aber im Großen und Ganzen haben sie recht. Diese Tiere sind absolut harmlos. Einheimische glauben allerdings, dass der Ai-Ai sie im Schlaf mit seinen Fingern töten kann. In Wirklichkeit benötigt er diesen Finger nur für die Extraktion von Larven. Wie du sehen kannst, handelt es sich dabei um eine Art Specht in der Säugetierwelt. Hast du etwa Angst vor einem Specht? Dieses Monster sieht alles andere als niedlich aus. Bei einem Treffen mit ihm im Dunkeln kann man bestimmt sogar ohnmächtig werden. Wusstest du, dass das Gift eines Riesenläufers für die meisten Kleintiere wie Mäuse, Kröten und sogar Vögel tödlich ist? Du könntest davon auch ein paar Tage lang Fieber haben. Jetzt siehst du einen etwas größeren, aber dafür für einen Menschen harmlosen Riesenläufer. Alles, was dieser Riesenläufer tun kann, ist bei Erschrecken eine Flüssigkeit abzusondern, die Schleimhäute von Augen und Mund reizt. Dieses fast 40 cm lange wirbellose Tier ernährt sich fast ausschließlich von Obst und Gemüse. Jetzt, wo man die Wahrheit kennt, möchte man es sogar auf den Arm nehmen. Diese Eidechse sieht dagegen wie das bösartigste Pokémon aus. Who's that Pokémon? Ihr möchte man überhaupt nicht nahe kommen. Vor dieser stacheligen Kreatur haben wahrscheinlich alle Wüstenbewohner Angst. Das stimmt überhaupt nicht. Wie du sehen kannst, kann man diesen Moloch ruhig auf den Arm nehmen, obwohl er nach einer Gottheit benannt wurde, der man Menschenopfer gebracht hat. Und zweitens hat dieses Tier auch selbst vor allen Angst. Die am Körper befindlichen Wucherungen sollen dieses Tier vor Raubvögeln und Varanen schützen. Die Eidechse selbst ernährt sich dagegen ausschließlich von Ameisen, ist also trotz seines angsteinflößenden Aussehens ein recht niedliches Tier. Ja, das Aussehen kann manchmal wirklich täuschen. Nehmen wir zum Beispiel diese Riesenkäfer. Was passiert, wenn man ihnen zu nahe kommt? Werden sie vielleicht einen Finger abbeißen? Dem Autor dieses Videos kroch dieses Monster sogar ins Haus. Wie soll man es verscheuchen, ohne dass man von seinen gruseligen Pfoten in den Mund hineingezogen wird? Mit Hilfe eines ganz gewöhnlichen Stücks Pappe. Der Harlekin-Bock sieht zwar nicht besonders freundlich aus, für Menschen ist er aber überhaupt nicht gefährlich. Darüber hinaus fanden Wissenschaftler in seinem Körper spezielle Peptide, die sogar einige Krankheiten heilen können. Das ist also ein echter Bro. Warte, versteck dich noch nicht. Das ist ja auch ein Bro. Ja, dieser 9 Meter lange Hai wird dir nichts antun. Nein, wenn du beim Tauchen erwischt wirst, kannst du natürlich in seinen riesigen Maul landen. Aber nur aus Versehen und ohne tragische Folgen. Riesenhaie schwimmen einfach immer mit offenem Maul. Sie filtern bis zu 2000 Tonnen Wasser pro Stunde und ernähren sich hauptsächlich von Plankton. Du interessierst sie also überhaupt nicht. Genauso wie diese riesigen Haie, die mehr als 13 Meter lang werden können. Das ist die Größe eines Schulbusses. Walhaie sind die größten Fische und ernähren sich auch vegan, hauptsächlich von Plankton und erlauben es Tauchern manchmal sogar auf dem eigenen Rücken zu reiten. Apropos Veganer, denkst du, dass dieser Typ hier auch auf Fleisch verzichtet? Wir persönlich haben das Gefühl, dass er andere Tiere entweder ganz auffrisst oder mindestens die Seelen aus ihnen heraussaugt. Dabei guckt das Greisengesicht uns nur so an, weil es beleidigt ist. Diese Fledermäuse schaden niemandem außer Obst. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus überreifen Bananen, Mangos und Papayas. Dabei sehen sie dennoch recht abstoßend aus. Was man über dieses süße Wesen nicht sagen kann. Schau dir nur diese Augen an. Nichts gegen Katzenliebhaber. Dieses Wesen sieht aber in mancher Hinsicht viel niedlicher aus. Dabei ist es keine gute Idee, es als Haustier zu halten. Plumplores sollte man am besten auch nicht auf den Arm nehmen. Du willst doch sicher keinen anaphylaktischen Schock erleiden, oder? Ja, dieses flauschige Tier ist der einzige giftige Primat und eines der wenigen giftigen Säugetiere. Das Gift wird von an den Vorderpfoten befindlichen Drüsen abgesondert. Plumplores schmieren es sich über den ganzen Körper und halten es sogar im Mund. Ein Biss und dieser Blick ist vielleicht das Letzte, was du gesehen hast.
Charmanten Augen sollte man generell nicht trauen. Dieser Frosch schaut uns nicht weniger rührend an und wie graziös er springt. Wenn du aber eines Tages plötzlich bemerken solltest, wie dieses bunte Geschoss in deine Richtung springt, dann solltest du ihm lieber ausweichen, wenn du natürlich noch leben möchtest. Obwohl Baumsteigerfrösche nur ein paar Gramm auf die Waage bringen, sondern sie dennoch ein extrem starkes Gift ab. Eine mikroskopisch kleine Dosis reicht aus, um 20 Menschen zu töten. Ein Gegenmittel gibt es nicht und immun dagegen sind nur große Spinnen und einige Schlangenarten. Wenn du also nicht dazugehörst, solltest du dich lieber von diesen kleinen Fröschen fernhalten. Wie kann man sich aber von der weltweit ungewöhnlichsten Kreatur fernhalten? Du würdest sie sicher gerne streicheln wollen, nicht wahr? Es gibt jedoch einige Informationen, die dir bestimmt nicht gefallen werden. Es stellte sich heraus, dass Schnabeltiere etwas von uns versteckt haben. Männliche Schnabeltiere haben an den Fersen der Hinterbeine einen stark gebogenen, etwa 1 cm langen Giftstachel. Solltest du also ein Schnabeltier während der Paarungszeit stören, dann wirst du dich 100%ig an einen Arzt wenden müssen. Hinzu kommen auch noch unerträgliche Schmerzen, die selbst nicht mit Analgetika unterdrückt werden können. Daher sollte man diesem Tier lieber nicht zu nahe kommen. Schau dir jetzt seinen Nachbarn an, der so friedlich wie eine Hauskatze auf dem Arm sitzt. Dabei kann sich dieses flauschige Tier jede Sekunde in ein gefährliches Monster verwandeln, das in der Lage ist, Knochen wie luftige Kekse zu zerkauen. Ganz wie in einem Zeichentrickfilm. Das ist der tasmanische Teufel, ein gefräßiges Raubtier mit der höchsten Beißkraft im Verhältnis zu eigener Körpermasse unter den Säugetieren. Um seiner Beute die Wirbelsäule oder den Schädel zu zerbeißen, braucht er nur einmal seinen Kiefer zu schließen. Was denkst du, lohnt es sich, sich mit ihm anzufreunden? Definitiv nicht. Genauso wie mit einem scheinbar amüsanten Ameisenbären. Wenn dieses Tier solch eine Haltung annimmt, heißt es noch lange nicht, dass es dich umarmen möchte. Bei Tamanduas sieht es noch recht lustig aus. Von einem riesigen Ameisenbären in dieser Haltung sollte man sich lieber fernhalten. Er hat zwar ein schlechtes Sehvermögen und keine Zähne, dafür hat er an seinen Vorderpfoten 4 riesige Krallen, mit denen er sogar in der Lage ist, Leoparden umzubringen. Und auch Menschen. In Brasilien hat es ein paar solcher Fälle bereits gegeben. In der Antarktis führte eine Unterschätzung der Gefahr eines Tieres ebenfalls zu einer Tragödie. Diesmal war am Tod einer jungen Wissenschaftlerin aber kein Ameisenbär, sondern dieser niedliche Kerl beteiligt. Er zog sie einfach unter Wasser. Überrascht? Nicht alle Robben sind lustige, tollpatschige Fettsäcke. Dabei greifen Seeleoparden Menschen recht oft an. Manchmal jagen sie sogar Mitglieder der eigenen Art, ganz zu schweigen von Pinguinen. Mit einer Beute solcher Größe gehen Seeleoparden ziemlich brutal um. Sie halten sie mit den Zähnen fest und schlagen sie so heftig gegen das Wasser, als ob sie ein Steak zubereiten würden. Was soll man machen, wenn die Natur weder ein imposantes Aussehen noch eine räuberische Wildheit verliehen hat? In diesem Fall muss man einfach so tun, als würde man ein furchterregendes Monster sein. Der westliche kleine Panda erinnert sich in Gefahrenmomenten zum Beispiel daran, dass er mit einem Bären verwandt ist und kommt sich dabei wahrscheinlich irgendwie so vor. Sie gehören mit dem Stinktier der gleichen Unterart an, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum sie auf eine ähnliche Art und Weise ihre Feinde einschüchtern. Wie soll man sich hier das Lachen verkneifen, auch wenn man weiß, dass es ziemlich stinkig werden kann? Du wurdest gerade von einem Eissturmvogel angegriffen, einem Vogel aus der Familie der Sturmvögel. Diese Vögel haben fast überhaupt keine Angst vor Menschen. Alle anderen ungebetenen Gäste schießen die Vögel mit einer öligen, übel riechenden Flüssigkeit aus dem Schnabel ab. Wie du siehst, verfügen sogar kleine Küken über diese recht ungewöhnliche Fähigkeit. Was ist mit etwas größeren Tieren? Sie haben auch ihre Eigenschaften. Nehmen wir zum Beispiel das Moschustier, ein hirschähnliches Tier, das aussieht, als hätte sich jemand in Photoshop darüber lustig gemacht. Natur, dachtest du wirklich, dass so etwas angsteinflößend aussieht? Das Seltsame ist, dass diese Reißzähne ordentlichen Schaden anrichten können. Die Männchen benutzen sie aber nur bei der Paarung und bei der Flucht vor Raubtieren. Zumindest sind sie nicht so beleidigt wie Narwale, die die Evolution mit einem massiven 3 Meter großen Stoßzahn ausstattete, der als Waffe praktisch völlig nutzlos ist. Nur einmal haben Forscher beobachtet, wie dieses Säugetier es dazu verwendet, um seine Beute zu betäuben. Den Rest der Zeit ist dieser Stoßzahn, der sich in alle Richtungen biegen kann, eine Art Antenne. Wissenschaftler glauben, dass die darin befindlichen Nervenenden ihnen erlauben, Änderungen des Wasserdrucks und der Temperatur wahrzunehmen. Einige Tiere haben überhaupt nichts bekommen, nicht einmal ein beeindruckendes Knurren. Was soll man mit solchen Tieren machen? Es bleibt nichts anderes übrig, als sie zu lieben. Oh, c'est le bleu.